Heute machen wir ein Kreuzworträtsel mit verschiedenen Vögeln. Nicht Tieren, alles sind Vögel. Kennst du die Namen? Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Katrin und wir lösen ein Kreuzworträtsel. Bist du bereit? Gut, fangen wir an. Unser Stift, unser Radiergummi und los geht's. Wo ist die Nummer 1? Hier, das hier ist die Nummer 1. Es sind weiße Vögel und sie picken etwas. Ich glaube, das ist aus dem Märchen Aschenputtel oder Cinderella. Nummer 1, das sind die Tauben. T-A-U-B-E-N. Die Tauben. Das ist Nummer 1. Wo ist die Nummer 2? Dieser Vogel, den sehen wir oft im Garten. Entweder hat er einen blauen Kopf oder auch einen schwarzen Kopf. Das hier ist eine Blaumeise. Und mit einem schwarzen Kopf ist es eine Kohlmeise. Also eine Meise. M-E-I, ein Ei-E-I. M-E-I-S-E, die Meise. Nummer 2. Nummer 3. Dieses Tier kennst du bestimmt auch, diesen Vogel. Ein Vogel, der schwimmt. Ein Wasservogel. Das ist eine Ente. E-N-T-E. Die Ente. 1, 2, 3, Nummer 4. Das ist kein Wasservogel, sondern ein Nachtvogel. Er schläft tags und nachts ist er wach. Das ist eine Eule. Die Eule. EU ist ein Oi, Oi, L-E, EULE, Eule. Nummer 5, ein schwarzer Vogel mit gelbem Schnabel? Vielleicht. Es könnte auch eine Amsel sein mit einem gelben Schnabel. Aber wir haben ein A und ein E, dann ist es ein Rabe. R-A-B-E. Ein schwarzer Vogel. Es gibt manchmal Amseln, es gibt Raben und es gibt Krähen. Diese Vögel sind alle schwarz und ja, ein bisschen größer. Ich glaube, die Krähe ist sehr groß und die Amsel ist eher klein und der Rabe ist vielleicht in der Mitte. Gut, aber das hier ist ein Rabe. Und der letzte Vogel, das ist kein schwarzer Vogel, sondern ein bunter Vogel. Er ist rot und hat einen langen gelben Schwanz. Das ist ein Papagei. P-A, P-A, Papagei, G-E-I. P-A, P-A-G-E-I. Hier haben wir wieder das Ei. Das ist der Papagei. Was ist unser Lösungswort? Nummer 1, das lilane Kästchen, das lilane A. Nummer 2, das rote Kästchen, das ist das M. Das grüne Kästchen, das ist die 3, ein S, Ams. Blau ist die 4, das E. Und Nummer 5, das graue Kästchen, das ist ein L. Und welchen Vogel haben wir jetzt? Das ist eine Amsel. Und so sieht eine Amsel aus. Ich hoffe, du hattest viel Spaß, du hast etwas gelernt und wir sehen uns hoffentlich wieder in meinem nächsten Video.
If you want to go ahead and test your vocabulary right now, I've created my own crossword puzzle with the words that we covered in those last few videos. So go ahead, click on the link in the description box, join my Patreon, and you can download the crossword puzzle and see how well you do. Ich wünsche dir viel Erfolg.